Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schlacht über Coruscant. Den Namen haben wir jetzt mittlerweile schon so oft gehört, dass er einem zu den Ohren wieder rauskommen müsste, aber es ist einfach so. Information. Zerstörer hier. Schon unterwegs. Es ist einfach verstanden. So. Habe verstanden. Und dementsprechend müssen wir es jetzt ertragen. Melde mich, wie befohlen. Wir werden unsere Flotte einfach jetzt mal im Schutz der Verteidigung, der Visvia Abwehrstation aufstellen. Und dann einfach abwarten, was passiert. Ja, Commander. Erwarte Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Ja, meine Jäger werden sich jetzt erstmal um das Small Fry kümmern. Ach ja, der Abschleppwagen. Der Wagen mit Anhänger. Wow, wie schnell sind diese Jägergeschwader? Wenn meine Jäger sich nicht beeilen, kriegen sie die nie. Okay, aber jetzt, sobald die ersten Raketen reingehämmert haben, dann war das Problem erledigt. Das kann ich euch versprechen. Erwarte Ihre Anweisungen. Schieß einfach auf alles, was sich bewegt. Alles, was aussieht wie ein feindlicher Jäger, abschießen. Sofort abschießen. Sind das Bomber? Skimitar-Bomber-Geschwader. Gleich nicht mehr. Aber lesen wir uns das Ding doch mal noch ein bisschen durch. Schnellerer, manövrierbarer Nachfolger des TIE-Bombers. Besitzt ein paar Laser- und Erschütterungsraketenwerfer. Okay, Erschütterungsraketenwerfer. Dieses Spielzeug muss verschwinden. Zurück. Erwarte Befehle. Volle Kraft. Euer Befehl, Sir? Commander? Positionsänderung. Melde mich wie befohlen. Drehe bei. Roger, bestätigt. Dann mal los. Zielkoordinaten bestätigt. Und sieht mal einer an. Wir kriegen Unterstützung in großen Anführungszeichen. Alter, so viele Bomber. Jäger, kommt mal mit. Kommt mal mit. Wir haben dort oben Beute. Oder halt, hier unten ist die Beute. Die ist näher dran. Und die werden jetzt erstmal den Jägern den Garaus machen, weil das sind die guten Jägerabfangschiffe aus dem alten Star Wars Empire at War. Die korallianischen Korvetten. Abschießen, Männer, abschießen. Weg mit ihnen. Überall diese ganz kleinen Explosionchen. Natürlich. Unser Hauptantrieb wurde ausgeschaltet. Information. Greife Ziel an. Okay, die Bomber sind da. Zerstörer hier. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Bleibt Information. Feuer frei. Bleibt Information, bringt jetzt gerade nichts mehr, Männer. Ihr müsst angreifen. Die Laser sind unser Ziel. Konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator. Habe verstanden.
Befehl bestätigt. Zerstörung des Schildgenerators. Ich kann es mir nicht leisten, dass diese ganzen Bombergeschwader hier jetzt in meinen Flottenverband rumkreuzen. Also los, Mann. Unser Antrieb ist ausgefallen, Sir. Die Schilde sind ausgefallen. Melde mich, liebe Kohl. Konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator. Los, mach die Schilde platt. Die Station wird angegriffen. Ich bin an ihnen dran. Unterwegs. Sternzerstörer in Bereitschaft. Sternzerstörer hier. Lass den Prätor nicht entkommen. Bin an Ihnen dran. Ziel aus. Ja, Commander. Bleibt Information. Greife an. Ja, rechts. Bomber, aber das sind nur drei Geschwader. Die können nicht wirklich was anrichten. Und ihr könnt ihr jetzt einfach mal das Ding hier auch noch mit angreifen, wenn ihr gerade dabei seid. Das einzig große Problem werden die Akklamatorkreuzer sein, die mal wieder mit der totalen Crap-Flotte ankommen. Es waren ja jetzt irgendwie 20 Akklamatorkreuzer, die das Imperium jetzt mitgebracht hat. Und die sind dann natürlich richtig nervig. Auch wenn sie nichts können, es sind einfach viele. Wie gesagt, Crap-Flotten eben. Eigentlich zu nichts zu gebrauchen, aber durch ihre schiere Masse erdrückend. Oh, wir haben so schön viele Bombergeschwader gerade dabei. Und dann nochmal 15, Clawcraft-Geschwader. Wieso ist das Ding noch am Leben? Alter, ich will ein... Ich kann kein... Ah, jetzt geht's wieder. Ich habe gerade kein Viereck. Kein Auswahlviereck. So, alles auf den Drähtor, bitte. Schieß ihn ab. Du sollst auf ihn schießen. Euer Befehl, Sir. Turbolaser verloren. Raumstation beschädigt. So, dieser Prätor ist auch gleich im Eimer. Und hier hinten kommen jetzt die ganzen neuen Akklamatorkreuzer. Wird ein Albtraum mit denen. Habe verstanden. Angriff auf dieses Ziel. Ziel auf den Torpedowerfer. Melde mich, liebe Pol. Ich habe gerade irgendwo ein Dreieck gesehen. Roger, bestätigt. Bin an Ihnen dran. Bleibt Information. Greift die Verbindung an. Na egal. Zerstören wir den ganzen Crap, den sie mitgebracht haben. Da. Ah, Victory-Kreuze sind das. Unsere Turbolaser-Batterien wurden ausgeschaltet. Unser Antrieb ist ausgefallen. Information. Los, auf dieses kleine Ding da. Die Lancer. Ich habe euch einen Angriffsbefehl auf die Lancer gegeben, Leute. Läuft das gerade aus dem Ruder? Ein ganz klein bisschen. Unsere Raumstation wird angegriffen. Weil hier überall jetzt doch die Jäger dazwischen gekommen sind. Oh,
Unsere Schilde sind ausgefallen. Oh, das knallt. Boom. Ist hier. Ja, dummer Klamato-Kreuzer fliegt erstmal volle Kanne durchs Asteroidenfeld. Hat schon vergessen, dass das ziemlich ungesund ist für Akklamator. Für Akklamator-Kreuzer. Okay, Jäger fliegt mal hier eben in den Nebel rein. In die Asteroiden rein. Es gibt dann nämlich was zu zerstören. Wo seid ihr, Jäger? Ich habe euch jetzt schon seit einer Ewigkeit einen Befehl gegeben. Irgendwas stimmt mit dem Spiel gerade nicht. Verstärkung. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade dem Ding hier eigentlich meinen Jägern die Befehle gegeben, das Ding anzugreifen, aber sie fliegen einfach drüber hinweg. Sie nähern sich schnell. Wir haben unsere Ionenkanonen zerstört. Erfasse Ziel. Commander, die schatten euch. Ja krass, was ist denn jetzt passiert? Sternenzerstörer hier. Unsere Startraffe wurde zerstört. Egal. Raumstation beschädigt. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Wie zum Beispiel, dass hier diese ganzen Bombergeschwader einfach durchrauschen. Oder dass ich Einheiten irgendwie nicht anwählen kann. Erwarte Ihre Anweisungen. Euer Befehl, Sir? Ist auch sehr interessant. Oder dass meine ganzen Jägergeschwader diesen Akklamator nicht ausschalten können, sondern lieber einfach so im Raum schweben. Ich starte das Spiel mal eben neu. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe das Spiel jetzt neu gestartet. Ich hoffe, die Probleme haben sich jetzt einigermaßen behoben. Ganz offensichtlich nicht. Sternenzerstörer in Bereitschaft. Sternenzerstörer hier. Ich kann diese Jäger zum Beispiel nicht anwählen, also es wird mir zwar angezeigt, also es wird mir zwar gesagt, dass ich sie angeblich angewählt habe, aber sie werden nicht angewählt und wenn ich mit Steuerung A alle Einheiten anwähle, dann kriege ich sie auch nicht angewählt. Meine Jäger machen lieber gar nichts, als auf Befehle zu hören. Der hört auf meine Befehle, wird aber bald sterben. Wir haben eine riesige Akklamator-Kreuzerflut. Commander, ein in Reichweite. Melde mich, liebe Befohlen. Greift die von hinten an. Noch mehr. Roger, bestätigt. Und hier haben wir auch einen riesigen Erguss an. Okay, das ist. Vielleicht sollte ich es lieber nicht so sagen. Also eine riesige Flut an Akklamator-Kreuzer. Unterwegs zu den Koordinaten dran. Mit denen ich vermutlich nicht ganz fertig werden könnte. Wir haben unsere Ionenkanonen zerstört. Information. Zerstörer hier. Da sehen wir nämlich das. Ja, toll. Ich kann es nicht anwählen. Ich kann neu reingeholte Einheiten nicht anwählen. Das Spiel ist gerade völlig im Eimer. Ich kann eigentlich nur noch abwarten, dass die Schlacht sich irgendwie selbst beendet. Und dann, naja, hoffen, dass ich gewinne. Ich kann die Raumstation hier noch anwählen, das ist gut. Aber dieses Ding hier zum Beispiel kann ich nicht anwählen. Es geht nicht. Irgendwas stimmt gerade ganz brutal mit dem Spiel nicht. Ich kann hier nichts machen. Die Schiffe lassen sich gerade freiwillig beschießen. Die Schilde sind ausgefallen. Sie haben unsere Startrampe erwischt. Euer Befehl, Sir? Meine Schiffe hören nicht mehr auf Befehle. Okay, die beiden Ascendancies hören noch auf Befehle. Aber mir wird zum Beispiel nicht mehr angezeigt, wo sie hinschießen. Ich kann den... Alter. Na, ihr seht es ja eigentlich alle selbst. Ich kann die Schiffe nicht anwählen. Ich kann meinen Jägern zum Beispiel keine richtigen Befehle geben. Die fliegen einfach irgendwo hin und sterben jetzt zum Beispiel. Weil ich wohl die Schiffe, die ich noch kontrollieren kann, mal auf einen Haufen schieben. Und zwar hier hinten. Und ich hoffe, dass ich dann noch alles erreichen kann mit diesen vier Schiffen. Unsere Laser wurden zerstört. Wir sind alles, was ich kontrollieren kann, hier hinter. Ich hab den Visier.
ist ja echt ein Albtraum. Ja, danke, Uwe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Ciao.